liebe Unterstützerinnen und Unterstützer. Solidarität ist für mich einer der ganz großen Grundwerte der Bewegung, von der ich stamme, von der Sozialdemokratie. Solidarität ist das, was ein deutscher Philosoph einmal genannt hat, ist das Gefühl zu wissen, dass wenn die Menschlichkeit an einem anderen Ort der Welt kaputt gemacht wird, dass die Menschlichkeit in mir zerstört wird. Und aus diesem Grund bin ich heute hier mit sehr gemischten Gefühlen, mit einer Mischung aus Trauer, aus Verzweiflung, aber auch aus Wut. Es ist eine Trauer, darüber zu wissen, dass wir im 21. Jahrhundert leben, dass wir das Gefühl haben, in der fortschrittlichsten Zeit zu sein, die wir kennen, zumindest wenn wir hier in der Schweiz leben, und trotzdem in einer Welt zu leben, in der Gewalt und Unterdrückung und das Fehlen von Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung für ganze Völker und insbesondere für ihres noch nicht Realität sind. Es ist eine Verzweiflung, darüber zu wissen, in welcher Verzweiflung Menschen an einem anderen Punkt dieser Erde sein müssen, wenn sie sich anzünden, wenn sie sich umbringen, weil sie keinen Weg mehr sehen, weil statt der Hoffnung nur noch ein großes Nichts da ist. Es ist eine Verzweiflung zu wissen, dass obwohl wir hier in der Schweiz sind, obwohl ich Mitglied des nationalen Parlaments bin oder bald werde, nur sehr wenig tun kann, um ihren Schmerz und den Schmerz der Menschen in Tibet zu lindern. Und es ist eine Verzweiflung darüber, wie schwer es ist und wie unglaublich ignorant viele Teile meines Landes, meiner Bevölkerung, der westlichen Welt generell vergessen oder nicht sehen wollen, was in Tibet passiert. Und es ist diese Verzweiflung, die auch in eine Wut, führt. In eine Wut über meine Regierungen, über die Regierungen der westlichen Staaten. Ich kann Ihnen nicht viel versprechen, Sie wissen, wie schwierig Ihr Kampf ist. Aber ich möchte Ihnen eines versprechen. Wir werden uns dafür einsetzen. Es darf nicht länger sein, dass die westlichen Staaten und insbesondere die Schweiz auf der einen Seite Geschäfte machen mit China und auf der anderen Seite ignorieren, was mit den Menschenrechten in Tibet passiert. Diese Doppelköpfigkeit muss ein Ende haben. Wir brauchen eine Politik, die die zwingenden Menschenrechte wieder ins Zentrum stellt, die nicht die Augen zumacht davor, wenn Leute misshandelt und über Jahrzehnte unterdrückt werden. Eine Politik, die eben diesen Geist der Solidarität wieder atmet. Und mit diesen paar Worten möchte ich Ihnen diese Solidarität überbringen, unseren Dank für Ihr Engagement, unser Versprechen, dass wir diesen Kampf mit Ihnen weitertragen wollen und die Hoffnung, dass wir es gemeinsam eines Tages weiterbringen. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen, danke für die Einladung und ich freue mich, mit Ihnen ab heute diesen Kampf mitkämpfen zu dürfen. Ich bin nicht mehr.